Stand by. So, hallihallo, hallöle, zur fröhlichen Anno-Night, heute an dem fröhlichen Freitag. Der Vollmond grinst. Und es wird Zeit für die finale Mission von Anno 2070. Da freue ich mich schon drauf. Lachendes und weinendes Auge. Weil eigentlich war es jetzt immer schön, die Abende. Aber irgendwann muss das Game halt auch durch. Hab auch mittlerweile gemerkt, also ich habe schon den Rest des Streams auf YouTube hochgeballert. Den muss ich jetzt nur noch freischalten. Wir haben tatsächlich jetzt den 31. Stream. Also der letzte war tatsächlich der 30. Wupp, wupp. Ja. Spannend. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das tatsächlich so viele Einheiten werden. Also, klar dauert Anno lang, aber dass es so lange hingeht, coole Sache. Jo, bin mal gespannt, wie viele Leute sich das auf YouTube reinziehen. genau. Habe auch tatsächlich einen meiner kleinen Problemchen gefunden, glaube ich. Bin nämlich gerade drauf gekommen, dass ein so ein Terrorist im Hintergrund, der immer meinen Upload ein bisschen beim Livestreaming torpediert, ist tatsächlich Chrome selber. Also ein Browser. Der lädt die ganze Zeit irgendwie so ein halbes MB in der Gegend rum. Keine Ahnung, was der nach Hause funkt. Naja, will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Aber ich habe ja Alternativen. In dem Fall habe ich einen sehr feinen Firefox-Browser. LibreWolf heißt der. Der ist ein bisschen auf Privacy raus und der verhindert, dass da zu viel gefunkt wird. Den hatte ich schon vorher drauf, aber aus Gewohnheit und Langeweile habe ich den halt quasi im Haus gehabt. Nehmen wir den halt wieder her und hoffen, dass es passt. Gut, dann legen wir los. Stand by. Und ja, ich war gerade unterwegs, daher bin ich ein bisschen gesprächiger als sonst. Ne? Hat aber auch die letzten Tage ein bisschen Problemchen mal wieder mit Husten und so. Irgendeine Infekte rumgeht. Es war so klar. Gestern habe ich das Spiel noch testweise gestartet. Jetzt muss ich wieder was runterladen. Das ist immer dieselbe Scheiße. Dieser dämliche Ubisoft-Launcher. Wir haben ja glücklicherweise diese Online-Scheiße alles losbekommen. Naja, auch gesehen vor Ubisoft-Launcher. Aber der nervt halt nur am Anfang, glücklicherweise. Nee, du. Ich dachte mir noch vorher, ich soll's vielleicht einschalten. Aber nee, ich hab's ja gestern erst ausprobiert. So. So kann's laufen. Aber nee. Überspringen wir halt noch die fröhliche 20 Sekunden vielleicht. Und dann ist der auch durch. Ich müsste irgendwann mal ein bisschen, was soll ich sagen? Ich meine, der Hintergrund jetzt ist ja schon E-Version 2 mit der Erde. Und mit dem netten Tiberium drüber gelegt. Eigentlich Version 3 tatsächlich, stimmt. Ich hatte erst hinten den Adler drauf, das ist von Tiberian Sun. Dann habe ich den KI upscaled. Deswegen sieht er jetzt ein bisschen nicer aus. Und dann habe ich die Erde drüber gelegt. Aber die sollte vielleicht KI upscalen oder mal neu bauen. Ich mag den Effekt an sich, aber man merkt es ein bisschen, dass ein bisschen was fehlt. Grafisch. Mal gucken. Mal wieder ein bisschen was für ein Stream bauen, ne? Zeit wird's. Hallo, Herzogtrüffel! Na, wie geht's, wie steht's? Habt ihr heute fröhlich Dingsbums, Age of Empires gespielt? Hoffe ich doch. Ich merke gerade, dass mein Stream auf der rechten Seite schon wieder ewig weit hinterherhängt. Naja. Dödel. Kriegen wir einen schwarzen Balken. So.
Gut, gut, gut. Aber mich interessiert gerade, wie es in der Vorherrschaft läuft. Löschen Sie das Vorherrschaftskonflikt aus Ihrer Vorherrschaft. Ach, die haben wir gewonnen. Guck mal. Alter, was war das gerade? Ich glaube, sie wollte sagen, Team Rot gewinnt. Da waren wir tatsächlich Team Rot. Sieht man links oben. So sieht das also aus, wenn man einen Vorherrschaftskonflikt gewinnt. Aha. Interessant. Bin ich ja regelrecht erschrocken gerade. So viel zum einen Konflikt. Beim anderen, da schaut es eher schlecht aus. Da sind wir nämlich... Wann bin ich denn in dem Konflikt beigetreten? Also irgendwie ist Audio kaputt. Die spielt irgendwie sämtliche Audio-Cues auf einmal ab. Na egal. Na, hier laufen auch andere Leute für mich rum. Auch nett. Achtung. Team Blau irgendwas. Ach, guck mal, der ist ausgestiegen, der Spieler. Interessant. Also hier haben wir tatsächlich den Fall gehabt. Also ich habe es ja mal gezeigt. Ich glaube, wir waren hier sehr weit. Wo ich es gezeigt habe. Also wir hatten hier tatsächlich alles eigentlich mit Blau voll hier so, den Sektor. Und der Rote hat auf einmal angefangen mitzuspielen. Der Tabaluga, und hat sehr cool aufgeräumt. Und dann kam dieser Micha noch daher und hat ja auch nochmal gut weitergeräumt. Hier zum Beispiel 46 Punkte. Pipapo. Die wollen das gewinnen. Aber ja, ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie es aussieht, wenn man es gewinnt. Das haben wir jetzt ja erledigt. Passt. Fein, fein. Der Endspurt. Was für ein passender Name für die letzte Mission. Leider ohne das Add-on habe ich ein bisschen blöde, wie soll ich sagen, klimatisch aufgezogen. Aber, naja, man kann sie auch in einer anderen Reihenfolge angucken. Naja, ich merke gerade, ich glaube, es war nicht so schlau, auf den Vorherrschaftsmodus zu wechseln, weil der Stream schon wieder ein bisschen hängt. Da funkt er anscheinend im Hintergrund ein bisschen rum. Das sollte sich jetzt aber wieder austarieren, hoffe ich. Naja, der Endspurt. In der Regel braucht man da anscheinend so um die 4 Stunden. Um die verlorenen Geschäftspartner ersetzen zu können, ist Global Trust gezwungen, auch in unprofitablen Sektoren zu operieren. Ja, der Game Storien! Seltener Gast, habe ich Ehre! Knüpfen Sie im Namen des Konzerns neue Handelsbeziehungen, indem Sie kurzzeitig auf den ständig fluktuierenden Bedarf des Weltmarktes reagieren. 8 Deals soll man abschließen, 3 dürfen verkacken. Das wird spannend. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich mein Internet wieder fängt. Wollen wir kurz mal wieder gucken, ja. Na, eigentlich wird es passen. Naja. Das ist immer das. Man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, nicht? Nee, muss man nicht. Ah, gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Erledigen Sie diesen Auftrag möglichst zügig. Okay. Wir haben keine KI. Wir können uns besiedeln, wo wir lustig sind. Ja, was müssen wir hier machen überhaupt? Deals. Naja. Ja. Ja. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt.
Krieg ich da 3 hin? Nicht, gell? Also genauso beknockt. Neue Gebäude zum Bau bereit. Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Informiert sie darüber, dass die wahre Kohle schon sehr bald hoch im Kurs stehen wird. Also ich muss Kohle abbauen, okay, verstehe. Ich hätte vielleicht nicht gleich OK drücken sollen. Laut den Analysten schon sehr bald Kohle, okay. Warte mal. Bereiten Sie sich vor, also ich sollte dann quasi ein Lager haben oder sowas, okay. Ich habe Sorgen. Naja. Dann bauen wir doch hier mal sicherheitshalber 2. Und schauen wir mal. Und Game Storyen, was gab's bei dir heute so? Feines. Die Firma erwartet Ergebnisse. Die Firma ist mir scheißegal. Wie kann ich helfen? Ihre Bestellung wurde bestätigt. Die Ware wurde versandt. So, das haben wir. Machen wir nochmal einen Schaufelabpacker hin. Auf 2. Trau dem Scheiß nicht. Auf was bezogen? Streamtechnisch. Lustiges Ausflügchen nach. Na. Age of Empires wieder gehabt. War Quarz da? Die größte Frage im Stream. War Quarz anwesend? So. Beweisen Sie benötigen etwas? Beweisen Sie, halt die Klappe. Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Ja, ich meine, es war klar, aber man will ja die Frage stellen, so ist es ja nicht. so. Gib mal her das Zeug. Eins, zwei, drei, jo, passt. Mein YouTube-Video geht immer noch steil. Ich habe jetzt schon über 7000 Views. Ich frage mich immer noch, woher die kommen. Und auch kein Mensch so einem irren Deutschen wie mir zugucken. Ich bin nicht mal gut in dem Game, das ich da hochgeladen habe. Bin ja nicht mal gut. Oh ja. Hatte gerade was richtig Tolles, eine Spanferkelpizza. Die war echt gut. Surprise Cat. Ja, ja. Jetzt stellt sich einer vor, ich hätte Monetarisierung in meinem Kanal. Ha! Dann hätte ich einmal 50 verdient. Ah, ja. Aber ist halt an sich recht witzig, weil man merkt das halt null am... wie soll ich sagen? Null jetzt zum Beispiel für Twitch, dass ich da so viele Leute hatte. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Global Trust hat eine dringliche Aufgabe für Sie. Ja, 40 Tonnen Kohle in 10 Minuten, du Arschloch. Ich hab grad mit 12. Kommt schon, Saftwasch steigt auf, damit ich
Ihr wisst schon, Bunkern. Kohleminen. Ach, da brauche ich noch mehr Einwohner. Da war ja was. Parallel sollte ich mal runterschippern und ein paar Dinge kaufen. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Sehr fein. Ein paar Werkzeuge. Acht Minuten, das wäre schon knapp. Bist geschäftlich hier, hm? Nö. Die Organisation dankt. Registriere demografische Veränderungen. Sehr schön. Da können wir hier wieder zumachen. Wo haben wir hier Kohle? Ach du Scheiße, der ist ja mal richtig schlecht. Oh. Da war was. Okay, wir haben 40. Passt. Bauen wir da hin. Kann man den Spaß wieder abreißen. Alles gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erste Krise gemeistert. Schauen wir mal, was noch kommt. Haben wir hier Beton? Na, muss ich sowieso aussiedeln. Okay. Kann ich dem Vorstand von unserem Vorstand wird sehr erfreut sein. Das freut. Sie werden finden, was Sie brauchen. Das freut noch mehr. Gut, da muss ich jetzt noch mehr kleine Heinis bauen, oder? Jetzt kann man auf jeden Fall schon mal hier einen Hafen dann hinbauen. Das heißt, wir können mehr ansiedeln. Wir haben eh schon 45, das ist wahrscheinlich eh so Maximum. Ja gut, okay, die kann ich jetzt eh nicht aufsteigen lassen. Also mal Rambazamba hier. Die Frage wird jetzt sein, was die nächsten Herausforderungen sind. Und ob ich da schnell genug ausbauen kann. Es wäre halt schon lustig zu wissen, was auf mich zukommt, dann könnte ich da schon mal vorarbeiten. Aber das ist mir leider nicht gegeben. Was ist überhaupt für eine Insel? Eine Standardinsel. Oh, scheiße. Kann ich eigentlich für nichts brauchen. Naja, dann. Bauen wir doch mal Beton ab. Und hier sollten wir vielleicht mal Steuer erzeugen. Ich sollte hier tendenziell wahrscheinlich Gas geben, dass ich durchtecke, damit ich halt alles bauen kann, was sie brauchen. Ein
Weil ich ja nicht weiß, auf was die für Ideen kommen. Wahrscheinlich kommen sie am Schluss noch daher, dass ich irgendwas für die Ökos machen muss. Das kann mir passieren. Dass ich quasi genug fortgeschritten sein muss, um mir Ökos leisten zu können. Naja. Irgendwas in der Richtung wird kommen. Das sehe ich schon, das sehe ich schon. So. So, jetzt wollen wir natürlich richtig schlau hier mit dem Ansiedeln. Ist ja gar kein Berg mehr in der Nähe. Oh. Energieversorgung mangelhaft. Die schwingt auch den, ja. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Sischte kommt Eisenerste her. Da werden wir auch wieder 40 Tonnen brauchen. So, kann der schon mal arbeiten. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Alter. Mindestens zwei. Jetzt habe ich schon wieder zu wenig. Mein Gott. Oh, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Insel mit Eisen. Wo wir am besten irgendwo andocken, wo, wie soll ich sagen, gleich mal drei Minen auf einmal sind. Hier zum Beispiel. Ist nur kein Eisen. Hier war Eisen. Gut, was kostet so eine Eisenmine? 4 und 2. Schaffen Sie dieses Problem aus der Welt. Da. Das hätte ich doch schon wieder schlauer bauen können. Egal. Komm schon! Fucking Werkzeuge immer. Man muss auf alle Eventualitäten. Haben Sie alles? Spiel gespeichert. Das frisst so extrem. Gute Idee. So, Hirn, da. Energieversorgung mangelhaft. Das war aber klar. Gut, dann arbeiten hier mal ein Eisen. Ökobilanz. Werte fallen. 50 Tonnen, ey. Boah. Das ist einfach ein verdammt enge Zeitfenster.
Also mal richtig enge Zeitfenster für 10 Minuten. Alter, Buh, ich hab bloß noch 6 Minuten. Wo bleibt mein Eisen? Schaut's hier aus? Noch gar keins. Ich glaub, das schaffe ich nicht, ganz ehrlich. 50 Tonnen! Sind die schaffbar? Oder die Eisen einkaufen irgendwie. Hast die Eden Initiative also nicht vergessen. Kohle aber nicht, weil ich keinen Händler habe. Alter, nur 50 Tonnen! Was träumt's denn hier? Gerade mal 9. Bloß 6 Minuten auf der Uhr. So, 12. Dann machen wir so in der Gegend rum. 120. Ja, doch, das kriegen wir schon hier. Glaube ich. Hoffe ich. 3 haben wir. Ich brauche jetzt die Hälfte. Oh. Eise. Niewolein! Nee! Was geht? Wie geht's euch jetzt? Heilige Scheiße, wird das eng. Da habe ich 27, da habe ich 9. Wir haben ja Zeit. So, 5. Verkauft hat man diese auch nichts, gell? Fieser Hund. So. Können wir hier wieder die Produktion aufnehmen? Machen wir eher Sorgen um meine Bilanz. Hier so. Das kostet nicht. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Sie laufen ja zu Höchstform auf. Okay, 2 haben wir. Speichern wir mal. 2. Spiel gespeichert. Next Week America. Sauber. Wie kommst du auf Scott Sellers? Hast du da spezielle Ausflüge geplant oder wie? Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Ah, das, wenn ich wüsste. Gut. Ja, die lassen wir jetzt auch mal laufen. Gut, dann müssen wir hier mal weitermachen mit der Entwicklung. Weil was auch immer als nächstes kommt, wird wahrscheinlich mehr kosten. Kennst du einen Scott Sellers? Nö. Sagt mir jetzt gerade nichts. Ich bin im Amiland aber auch nicht sehr bewandert, muss ich dazu geben. Ich habe mit mehr Erz gerechnet, ganz ehrlich. Wie schaut es denn hier beim Beton aus? 44 Tonnen, jawohl. Jupp, hat der das gebaut oder wie? Bastelmeister der Grafikkarten.
Ah. Nett. Gut, 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 gut. Da können wir eigentlich schon mal anfangen, dass wir das zweite Kraftwerk bauen. Was wir so brauchen. Passt. Dann brauchen wir die Gemüseinsel. Ach du Scheiße. Ja, ha. Ja, das wird die Gemüseinsel. Können wir uns eigentlich schon mal ein bisschen was mitnehmen. Und hier natürlich Beton. Also ich wäre jetzt echt nicht beleidigt, wenn die nächste Mission noch irgendwie eine Stunde auf sich warten lässt. Diese Anweisungen kommen direkt vom Vorstand. Ich wusste es. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er trollt. Aber ich denke ja. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Sand, wir haben hier Kalk. Passt. Machen wir. Wollen wir hier mal einkaufen. Gut, wie schaut's hier aus? So, gehen wir hoch. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. So, Hamburger Produktion ist im Gange. So, der will wahrscheinlich 50 Tonnen von den Dingern haben. Wir produzieren hier gerade eigentlich alles, was hergeht. Ist jetzt hier aus 3. Hast die? Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier eingetroffen. Hand drauf. Ach, hier gibt's keine Kohle. Ist das doof? Wenn's da keine Kohle gibt, wie kriege ich denn da Kohle hin? Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Da muss ich quasi Kohle rüberschaufeln, okay. Vielleicht haben wir da noch Kohle. Mal gucken. Ich brauche den hier und den hier. Ich hasse Missionen. Deswegen ist ganz lustig, dass das die letzte ist. Wo ich unter Zeitdruck stehe, das ist so gar nicht meins. Das ist so überhaupt gar nicht meins. Energieknappheit. Wo die wohl herkommt. Ökobilanz. So. Werte fallen. Einen brauchen wir noch. Und dafür brauchen wir auch Kohle. Die da. Sonst haben wir ja alles. Gebäudeauswahl vergrößert. Yay. Gut. Gefällt mir hier gar nicht, dass ich hier, naja, auf Importe angefragt gewesen bin. 3 Fragen an Scottzellas. Ach, du bist an einem Vortrag von ihm, das ist ja nett. Das ist ja eine nette Sache.
verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Obwohl ich sagen, wie, die warnt mich jetzt vor was anderem. So, 3 Stück. Sollten eigentlich reichen für 3 Anlagen. Was geben wir raus? Alles. Aufmöhre. Ja, genau. Einfach alles rein. Ich glaube tatsächlich, dass die Mission so designt ist, dass es egal ist, welche Fraktion man spielt. Und die nur die Basiszutaten. Wobei, nee. Er will ja Beton haben, nee. Vergesst es. War ein netter Gedanke. Das heißt, er wird am Schluss wahrscheinlich Goldschmuck haben wollen. Oder irgend so ein Scheiß. So, so. Apropos. Woher nicht den hier mal? Kann man nicht bauen, egal. So. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. 60 Tonnen brauchen wir. Da haben wir schon mal 11. Passt, haben wir. Gut. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich etwas rauszögern, das heißt, ich gebe die Quest nicht gleich ab. Warte noch ein bisschen. So, wir haben jetzt 1, 2 und 2, 3 und 4. Brauchen wir noch mindestens 1. Und ich habe es immer noch nicht komplett kapiert, wie viele das ich brauche. Ich glaube immer noch, dass ich 3 Schweine brauche für einen von denen. Da ich eh nur 2 habe, habe ich 6, dann passt es eh. Habe ich eh ein zu viel, glaube ich. Egal. So, wir haben hier eine Schiffswerft. Die wir erst bauen können, wenn wir Beton haben. Das Ding, wir bauen hier rüber. Er braucht 60 Tonnen. Ist schon aufgefallen, wie immer 10 Tonnen mehr werden es beauftragt, was er braucht. Und so, bauen wir 2 Handelsschiffe. Gutes. Parken mal in der Nähe. Dass wir das Ganze nicht vergeigen. Öl gibt's hier keins. Öl gibt's hier 2000. Öl gibt's hier auch 2000. Gar keins. Sowieso Müll. 2000. 2000. Und hier? Oh, gar keins. Scheiße. Jetzt mit Öl ist jetzt ein bisschen doof. Was haben wir hier? Bananen. Bananen brauchen wir nicht, gell? Ne, Bananen brauchen wir nicht. Wenn wir hier Öl abbauen. Das wird die Ölinsel. Mhm.
Rendezvous-Spezialisten. Apropos, ich darf eigentlich meinen Ausbau hier nicht vernachlässigen. Sonst kriege ich mal Finanzprobleme. Sonst kriege ich bald Finanzprobleme. Und was haben wir hier schon? Ein Fischproblem. So. Wir haben. Was ist denn da eigentlich drauf? Also, nix. Gut. Ui, da. Diese Dorfnamen immer. Gut, also, Spurfacke, lassen wir Hamburg rein. Tycoon City, lassen wir Hamburg raus. Und ab dafür. Nicht ganz. Beim Rückweg müssen wir noch Kohle einladen. Und bei Spurfacke müssen wir Kohle ausladen. Passt. Wir haben noch 3 Minuten, alles gut. Was mache ich mit dieser Insel? Große Frage. Nächste Frage. Mein, hier gibt es ja auch Öl. Und ich kann ja hier die Verwerter bauen, dann müsste es eigentlich ausgehen. Bin mir unsicher. Haben wir hier Kohle? Hier haben wir Kohle. Fahrzeug fertiggestellt. Drauf geschissen. Runter. Produktionsstillstand. 2 Minuten. Schaut es hier im Lager aus. Wir haben einen deutlichen Überschuss an. Ja, Zeug. Geschmacksverstärker. Das ist aber kein Problem. So, Bilanz fängt sich auch wieder. Ich hätte gern, ich würde gern, und ich muss trotzdem. Ein bisschen in Basalt investieren. Gespeichert. Gut, jetzt brauchen wir noch Beton. 1 Minute 50. Der Chef war heute so freundlich zu mir. Entweder werde ich befördert oder gefeuert. Letzteres. Gut. Hier wächst alles wieder. Braun. Ja. Den. Minute 7. Kann ich Direktorin nichts anderes haben. Man stelle sich vor, ich hätte jetzt hier beim Gamblen eiskalt verpennt, dass ich zu wenig hätte. Gott, hätte ich mir deinen Arsch gebissen. So.
Was war denn Azul? Bin ich raus, Nivo, oder bin ich raus? Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Moonsens in the house! Welcome to the party! Lass mich raten, mir fehlt hier einfach nur Beton und ich fahre hier hoch, um Beton zu holen. Na egal. Gut, passt. Können wir reinfahren? Du bist eh gerade da. Neue Handelsroute. Zack, zack. Plastik rein, Plastik raus. Alles schön. Und weiter geht's mit der Stadtentwicklung. Bleiben wir mal bei Stufe 3. Spiel gespeichert. Los Elefantos, went in the waters. Nice, nice. We have here game story and he's also playing Age of Empires 1. Currently. Kennst du nicht auch bekannte bzw. Programmierergrößen? Ja, klar kenne ich Programmierergrößen. Die sagen dir halt nichts. Hab sogar von manchen hier Bücher rumstehen. Aber getroffen habe ich, glaube ich, keinen davon bisher. War nie so auf Konferenzen und so Zeug. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Fucking L. Ökobilanz. Werte steigen. Und der will nicht nur 60 Tonnen haben. Der will 70 Tonnen Öl. Fucking hell. Das wäre das grob. Fährst du gerade rum? Herrgott. Vor allem, weil Öl so scheiße langsam produziert, muss man auch sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das macht mir jetzt gar keinen Spaß hier. Das macht mir jetzt gar keinen Spaß hier. Oh. Scheiße gebaut, oh. So ein Mist. Naja. Gut, wir brauchen tonnenweise Öl. Und ich brauche nochmal Kraftwerk. Zwei, drei. Eins, zwei, Energieversorgung mangelhaft. Drei. Gebäudeauswahl vergrößert. Yay.
1, 2, 3. Und uns für einen Akkuschrauber. So. Ihr macht's wieder fett Kohle. Er steigt sofort hier auf. Das Problem ist, ich kann halt nicht alles einkaufen, weißt. Wahrscheinlich wird Scott der größte und einzige, den ich treffe. Ja, du. Ist immer schön. Idole treffen. Achtung, Produktionsstillstand. Idole treffen ist immer was Feines. Oh, wieder zwei Akkuschrauber. Ich kriege einen Anfall. Da bist du ja wieder. Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Müssten eigentlich ein bisschen Öl rumliegen haben. Okay. So, 30 Tonnen haben wir schon. Das läuft tatsächlich deutlich besser, als ich dachte. Wir können auch den Überschub, den wir jetzt hier produzieren, später verkaufen. Ist also gar nicht so schlimm, was wir hier treiben. Oder wir brauchen hier Propaganda-City. Apparat. Den hier. Akkuschrauber und 12 vom anderen. Bauen wir nochmal so ein Ding. Brösterchen. Sehen sie aus wie die alten Akkuschrauber mit Nickel-Cadmium? Ja. Jetzt frag mich was. Fahrzeug fertiggestellt. Naja, Lithium-Ionen hatten wir damals ja schon, 2012. Oder? Kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir das anderweitig gehabt hätten. Oder? Warum habe ich jetzt den nochmal gebaut? Ich habe keine Ahnung, ich wollte glaube ich als Öltransporter bauen. Naja. Gut, nächste Tech-Stufe ist vorbereitet, das passt. Wir können hier tatsächlich anfangen, wieder diese Route erstmal aufzunehmen. Damit in der Zwischenzeit was passiert. Später bauen wir halt hier nochmal vier Gebäude hin. Die jeweils produzieren. Dann passt das auch wieder. Wie viel Strom fressen die denn? Zwei. Zwei ist gut. Zwei ist gut. Alles gut. Gut, was kommt als nächstes? Als nächstes kommen die Typen, die Wein brauchen. Da können wir uns schon mal die Weininsel holen. Wein und Trüffel brauchen wir. Wo haben wir Trüffel? Nur hier. Roger Dead. Okay, wir brauchen zwei Inseln. Die können wir uns schon mal besiedeln. Das eine wäre diese hier. Für Wein. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Chance zu eröffnen. 60 Tonnen. Hervorragend haben wir schon. Das ist tatsächlich äußerst hervorragend, weil wir benutzen dann diese Route, um hier beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie den Überschuss zu verkaufen.
sobald er da ist. Das bedeutet aber auch, ich kann jetzt hier schon mal 1, 2, 3, 4 hinstellen. Und die sind ausreichend, das ist gut. Wird eine Weile dauern, bis es rechnet, aber... Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, Hamburger haben wir auch sehr viele. Mehr als wir bräuchten tatsächlich. Und hier ist die Trüffelinsel, hier wird auch Gold. Ja gut, bei der Piranha noch. Produziert, ja. Sehr schön. Gut, die Inseln haben wir. Der Auftrag steht bereit. Wir speichern sie jetzt halber. Spiel gespeichert. Das ist der 4. von 8 Aufträgen. Bisher läuft's recht angenehm. Hier fehlt es mal wieder an dem da. Registriere Energieknappheit. Das ist tatsächlich interessant. Das ist tatsächlich interessant. Schon was denn du gerade hin? Fahrzeug fertiggestellt. Achtung, Produktionsstillstand. Es wäre nett, wenn ich das irgendwie im Auge behalten könnte, wie, wo der Timer steht. Um eventuellen Gefahren vorzubeugen. Aber naja. So. Box sicher. Gut. Den können wir jetzt eigentlich dann die Aufstiegsrechte teilen. Zwei Minuten 50. Registriere demografische Veränderungen. Produktion ist hier hervorragend. Ja. Langsam ein Geldproblem. Und komischerweise habe ich immer noch viel zu wenig von diesem Baumaterial. Weiß der Geier warum. Ich hab's hier bis ganz nach oben geschafft. Naja, fast. Naja, fast. Gut, Stahl werden wir irgendwann mal brauchen. Das wird sicherlich eine Herausforderung demnächst. Was hatten wir jetzt? Öl? Wir hatten jetzt immer nur Basisprodukte, gell? Stahl, Öl, Uran könnte kommen. Gold könnte kommen. Öl haben wir jetzt eigentlich durch. Ja, wird interessant. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir auf mehr Geld kommen. Produktionsinsel hier ist ein bisschen teuer. Die rechnet sich noch nicht. Na, jetzt verkaufen wir schon mal 6 Stück. Passt, ab jetzt läuft's. Gut, Fisch ist voll.
Gut, das ist jetzt auch nicht gerade billig, aber es sind 30. Und sagen wir so, wenn ich da einen Überschuss verkaufe. Ladedatensatz mit zweckdienlichem Informationsmaterial. SAAT, yay, stell dir vor, ich hätte 10.000 Credits. Jo, wie schaut es denn hier überhaupt aus? Das wird weniger. Blöd. Ähnliches Konstrukt. Scherbel meinen Shit. Brauch einfach viel mehr. Ne. Gewöhnlich bin ich ein sehr geduldiger Mensch. Ich Trottel. Hab ich's übersehen. Laden wir nochmal. So, was haben wir jetzt hier alles gemacht? Habe ich das schon gesetzt? Ja, Wollingen. Die zwei Dinge habe ich schon gemacht. Hier wollte ich noch ein Schiff bauen. Registriere Energieknappheit. Genau. Da gibt es das gefährliche Déjà-vu wieder. Rein hier. Sagst du, wie es ist? Ich brauche noch zwei. Das ist echt bitter, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Naja. Aber wie gesagt, man kriegt leider keine Info, wenn ein Auftrag beginnt auszulaufen. Das finde ich vom Handling her ein bisschen schade. Aber das werden wir schon noch alles hinkriegen. Registriere neues Fahrzeug. Hamburger laufen auch super. Die kann man eigentlich auch verkaufen. Was ich den Rainbow jetzt gebaut habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Warnung. Produktion gestoppt. Können Sie aber hier mal das Eisen holen und rüberschippern. Wie gesagt, das hier wird eigentlich eine Stahlinsel, können wir es gleich machen, gell? Das könnten wir gleich zu Stahl umbauen, sobald wir hier. Was haben wir hier nicht gemacht? Mir nicht die Aufstiegsrechte freigegeben. Registriere demografische Veränderungen. Upsi. Da brauchen wir noch Platz. So. Bei Ihnen hat man wirklich den Eindruck, als lägen Ihnen die Leute am Herzen. Ihr legt mir alle so am Herzen. Am offenen Herzen. Ja, ja, ja. Tue ich das? Ja, Nivo, du immer. Du doch immer. Ich sollte mir echt irgendwo einen Timer hinstellen. Der bimmelt. Wenn der Auftrag ja ausläuft. Ich weiß auch nicht mal, ob ich mir wirklich Zeit raushole dadurch. Oder ob das kompletter Mumpitz ist. Aber ja, ich probier's mal so. Gut, Aufstiegsrechte sind da. Hier brauche ich Beton. Du bist Betonfahrer.
immer zu uns gehe. Instruktionen erhalten. Schnauze jetzt. Mein Weg mit dem Fail. Ich muss wissen, wann ich es abgeben habe. Danke. Baue ich noch Bauteile. 30 Sekunden, wir müssen abgeben 60 Tonnen, wir haben 60 Tonnen, 40 plus 20 ist 60. Was kann ich Direktor? Nichts anderes habe ich von. So, da sparen wir jetzt über 4. Spiel gespeichert. So, wir haben jetzt die Hälfte der Aufträge erreicht. Ich habe irgendwie zu viele Schiffe. Egal. Okay. Hier brauchen wir 1, 2. Wir könnten sogar noch einen dritten hinstellen, aber naja. Wir brauchen jetzt hier. Eine Auftragssperre. So, Uno. Für den zweiten brauchen wir wieder mehr Akkuschrauber. Während wir die Akkuschrauber machen, können wir hier ein bisschen Kohle reinholen. Wir können uns schon SAAT leisten. Ich grüße Sie. Halt die Fresse. Trimaran steht bereit. Sehr schön. Den brauchen wir. 9 Stück rüberfahren und dann brauchen wir hier wieder mehr Schnaps. Schnaps, 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 Schnaps brauchen wir. Wo bauen wir denn den hin? Das wäre nett. Ja, wo wir wohl hier hinbauen müssen. So, aber machen wir das. Neue Gebäude zum Bau bereit. Zip. Der Trick ist eigentlich, während man baut, die Verlangsamungstaste anzuhaben, damit man mehr Zeit hat für die eigentlichen Aufträge, die jetzt dann kommen werden. Ja, da brauche ich halt mehr. Mehr, mehr, mehr. Akkuschrauber. Ich überlege nämlich gerade quasi, dass ich die... Ja, ihr könnt euch denken, was ich denke. Dass ich die Kohlemine gegen eine Eisenmine tausche. Damit ich hier mehr Stahl produzieren kann. Weil ich stark davon ausgehe, dass der nächste Auftrag Stahl sein wird. Da brauche ich mindestens 3 Produktionsstätten für. Sie werden finden, was Sie brauchen. Dann bringen wir das zum Abschluss. Ob die reichen, werden wir da sehen. So. Ich wollte hier eigentlich die hier hinstellen. Damit der schön arbeiten kann. Und den hier durchziehen. So. Dann... Boah, das ist doof.
Das ist ja doof. Sagt er doch. Ja, 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 ja. Gut. Also ich brauche nochmal. Eins, zwei, drei. Global Trust hat eine dringliche Aufgabe für Sie. Wen wundert's? Wir haben jetzt hier drei gebaut. Haben wir noch einen vierten? Arschloch. So. Ich brauche Beton. Ja gut, wir haben eh vorher gespeichert. Dann sparen wir nochmal. 4, 5. Spiel gespeichert. Der Punkt wird jetzt nämlich der sein. Reichen mir drei Minen? Oder ist es zu wenig? Ich glaube, es ist zu wenig. Aber ich kann es nicht sagen. So, wir haben jetzt hier drei. Hier die Stahl dazu. Die müssen wir reinwerfen. Die sind tatsächlich schon trocken gelaufen. Warte, ich will eine Par Excellence-Aktion hier. Vor allem, weil sie sich nicht beschwert haben, diese Institution hier. Aber gut. So, wir haben jetzt hier drei. Ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass drei reichen. Was gibt's denn auf dieser Insel? Auf dieser Insel gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die Stahlproduktion nochmal zu erweitern. Um drei Stück. Das ist aber auch schweineteuer. Deswegen wir hier eigentlich viel mehr Aufstiegsfreunde brauchen. Also das Problem im Moment besteht weniger daraus, die Waren herzukriegen, als die Bilanz aufrechtzuerhalten, damit ich genug Kohle habe. Das ist das Hauptproblem. Um das zu stemmen. Ich meine, es ist eine 3-Sterne-Mission, so ist es nicht. Aber... ja. Die fordern schon. Genau. Du da? Ich nicht. Einladen, ausladen. Einladen, ausladen. Damit ja mal was passiert. So, wir haben jetzt schon mal 20 Tonnen. Wir haben dann... wir haben tatsächlich 20 Minuten Zeit. Das stimmt mich gerade positiv. Dass wir tatsächlich mit den 20 Tonnen auch was anfangen können.
Was brauchen wir hier? Wir brauchen 4 Tonnen Stahl, wir brauchen hier 3 Tonnen Stahl. Dann können wir die, glaube ich, sogar mal verbauen. Was im Moment allerdings noch keinen Sinn macht, weil wir müssen erstmal unsere Leute hier upgraden. Noch macht's keinen Sinn. Aber in Kürze. Yeah, thank you. I don't even know which mod today. But I guess it's a mod that I don't play. Hello, by the way. I guess it don't play that, yeah. Having a good day today. Achtung, Produktionsstillstand. It's a thing I like very much. Und mit Scheiß muss Platsch. So. Dann brauchen wir hier schon mal eine Hummerzucht. Hummerzucht. Hier fährt doch irgendwo ein Schiffchen rum. Ach, die mir doch. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Chance zu eröffnen. 50 Tonnen Stahl, das ist tatsächlich möglich. In 12 Minuten wird das interessant. 12 Minuten, ja. Also, jetzt habe ich wieder gebaut. Kann ich keine Uhr zu bauen. Also 20 Tonnen haben wir schon. Jetzt haben wir 16. Warnung, Trimaran bereit. Der hat der Fackel wieder seine eigene Bude ab. Nee. By the way, Denku, are you playing to stream again? Or just sit this one up? Alle Brände gelöscht. Ja, das ist doch fein. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. 50 Tonnen Stahl, jetzt haben wir 17. Ich meine, es kann aufgehen, es muss nicht aufgehen. Aber ich habe eh schon wieder nichts mehr. Was braucht man? Oh, not this anniversary. Although having seen all the fun, maybe I'll take time next year. Yeah, next year, let's do the 30th anniversary. It looks pretty good, yeah. I mean, what do we have in... Yeah, Tiberian Essence maybe could get the Cabal release, maybe. But on the other mods, I don't think there is much progress. The only one is for Mark. That actually brings something new to the table. And maybe Tiberian Odyssey gets released. Yeah. It could be a thing. Maybe Firestorm gets released. Who knows? Renix, guys. Yeah. It's sad that I couldn't stream TO proper. Because I had a lot of problems with my setup. That's a sad thing, sadly. Especially now that I have thousands of views on my YouTube channel and then this doesn't work. Sad. But yeah. It is what it is. Who knows what it's good for? Nothing, I guess, but yeah. Damn.
4 Werkzeuge. So, wie schaut es hier aus? 10 Minuten, 50 Tonnen Stahl. Wir haben hier 26 Tonnen. Na, was gibt's? Verkauft der Stahl? Erwartet Ergebnisse. Wäre lustig gewesen. Ja. Yeah. I mean, it worked better before. And I already have 2 streams on YouTube for this game. That actually did pretty well, I guess. 2,000 and 4,000 views. But yeah, I wished I could support it more. It wasn't helpful that I couldn't play it for 2 years. Kinda. Cause of... Really? Some special bug that desynced my UI from the game. Was a bit interesting, yeah. So we have here 20, we have here 31. Homage is best. Können wir eigentlich getrost hier mal die Fischerhütte bauen? Ohne Sorgen. Können wir dann 20 arbeiten. Gut, dann machen wir mal voll. Trüffelbunker. Herzog Trüffel. Sag ich dir nur. Yeah, sometimes you have good, sometimes you have bad days. Mods are always, how should I say? A lottery. Some work good, some work bad. Immer nur tonnenweise an Werkzeugen, das ist grausam. So, dann haben wir hier 6 Minuten. Trüffelform. Gibt's hier Kohle auf der Insel? Registriere Energieknappheit. Ja. Hey Mingo! Lunar Streamer, hallo! What heresy? Instead of CNC. Happens. Happens! Especially if I'm not interested in that mod. There is a ship. Trotzdem was zu tun? Ich komm. When do you stream, Mango? Sich Tonnen Stahl kriegen wir hier hin. Barscht. So, jetzt kriegen die Freunde schon mal ihren Hummer. Wein braucht noch. Jetzt müssen wir noch ein paar von denen ausbauen. Und Werkzeug brauchen wir. Sunday, we'll see. What's on Sunday? I don't have the plan in my mind. Because it's not much of a plan.
Schedule. Some DTR. Wait a second, Helldivers 2 isn't CNC, my friend. I know the difference. So. Jetzt haben wir hier mal zufällig alles voll, gell? Das können wir mal abbauen. Ja, Bilanz läuft auch gut, sehr schön. Für Zeit haben wir 3 Minuten. Oh, bist du noch mal hin. Interessant. So, hier wird produziert. Ja. Ah, die Verkäufer lohnen sich auch schon. Einnahmen durch Handel, 30.000. Schmackofatz. Einen brauchen wir noch. So. Neue Gebäude zum Bau bereit. Uno brauchen wir noch. Spiel gespeichert. Eine Minute 46. Und ich zögere es nicht mal viel raus. Also es ist schon so, dass es knapp ist. Okay. Als nächstes können wir Champagner bauen. Da haben wir hier eine Zuckerinsel. Haben wir hier eine Weininsel. Machen wir es hier mit dem Wein. Hier mit Zucker. Ja. Well, I'm not linked either to any schedule or activity, but we will see. If Helldivers 2 with squad happens, then Helldivers 2 stream. Yeah, yeah. I'm also Helldivers 2, friend. I'm also Helldivers 2, friend. And I'm also not linked to any specific events. Maybe you can remember I'm pretty, how should I say, hesitant to commit to a schedule. And when I'm commit to a schedule, then I'm actually there. Not like others. So ein Schwachsinn. Oh, schock mich. 10, 9, 8, 7. Haben Sie den Auftrag zu Free Firma? Ist äußerst. 9000 Credits kriege ich nur dafür. 9000 Credits. Du Schwein. Spiel gespeichert. Alter Schwede. Das ist stressig. So. Ich habe hier immer noch ein Fischproblem. Brauchen wir noch Fische. Na gut, die kommen jetzt langsam. Rein, die Fische. Der hier nimmt ab. Ich brauche einfach dringendst. Ich habe ein Kohleproblem hier. Hä? Oh mein Gott! Wisst ihr, was das Problem ist? Der will da rüberfahren und das abholen.
Warnung. Produktion gestoppt. Deswegen hol das nicht ab, deswegen habe ich hier keine Kohle, deswegen habe ich keine Kohle produziert. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ach. Deswegen ist hier meine Werkzeugproduktion sabotiert worden. Naja. Was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte nochmal Spirituosen. 3 Stück bauen. Manchmal ist es schon lustig. So, können wir dich ausbauen? Jawohl, der hat eine Drohne. Jetzt fliegt er mit seinem Dröhnchen rum. Hol hoffentlich wieder Kohle ab. Gut, wir hatten einen Hamburger Leck, haben wir gesagt. Das können wir hier mit einem weiteren Produktionsgebäude beheben, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Dann schauen wir weiter. Was kann Global Trust für Sie tun? Ganz ehrlich, der fackelt jetzt gar nicht mal lang rum. Wo ist mein Stahl? Das ist alles ein Stahl. Nicht geil. Nicht geil, was wir hier an Stahl haben. Die Firma sorgt für alle, die ihr... Einverstanden. Die ihr? Diese Anweisungen kommen direkt vom Vorstand. Wenigstens habe ich eine halbe Stunde Zeit. Halbe Stunde, Gummi. Für was auch immer. Finde ich schon mal gut. Jetzt machen wir hier erst einmal das andere fertig. So. Wir brauchen Zucker. Wir brauchen Zucker, 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 brauchen Zucker, 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 brauchen Zucker, 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 brauchen Holz. Brauchen Akkuschrauber. Wir haben schon mal 2 Zuckerfarmen. Ich glaube, die reichen erstmal. Da bist du ja wieder. Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Gut, dann holen wir uns hier. Da haben wir es nochmal so ein. Gut, folgendes Problem. Wir müssen uns langsam um die Zucht hier kümmern. Da unten haben wir wenigstens mal 16 Stahl. Da. Hau in die Scheiße. So, hier brauchen wir. Registriere Energieknappheit. Fahrzeug fertiggestellt. Und wir brauchen mehr Stahl. Hatte ich ja schon befürchtet. Der Rest passt.
Gut, neue Handlungsroute. Du da. Dahin, dahin, dahin. Einladen. Zuge, ausladen, Zuge, einladen, rein, ausladen, rein. Genau, passt. Wir könnten hier nochmal zusätzlich. Hier hätten wir nochmal eine Hummerproduktion. Hätten wir auch nochmal ein Hummerfeld. Natürlich brauche ich ja noch mehr. Ja, hier natürlich maximal dämlich gebaut. Wollen wir hier nochmal Hummer? Da hat man noch Hummer. Und haben wir hier Hummer irgendwo? Ne? Da haben wir noch Hummer. Naja. Am Hummer scheitert es ja meistens nicht. So. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Wurscht. So. Zwei Weinformen. Weinproduzent. Haut erst mal hin. Gut, haben wir zwei von denen. Das heißt, Hummer läuft. Dann ist das Thema Stahl. Ist das Thema Werkzeug. Ist das Thema Beton. Thomas, bis das nix. Hier unten haben wir tatsächlich ein Problem, dass die Hamburger immer noch nicht reichen. Zehn Minuten haben wir schon verballert. So, wie schaut es denn hier im Lager aus? Auf jeden Fall können wir uns einen zweiten leisten. Trüffeltechnisch müssen wir nachlegen. Trüffeltechnisch müssen wir nachlegen. Dafür brauchen wir Stahl. Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma inakzeptabel. Hattest du nicht gerade gesagt, ich habe mehr Zeit? 40 Tonnen Gourmet brauchen wir, okay. Kriegen wir, glaube ich, sogar zusammen. Wie viel haben wir denn schon? Null. Bin ich froh, dass die Produktion so gut läuft. Hamburger. Geht doch mal dahin. Fuck, ging dann runter. Warum haben wir jetzt fast klar, dass das zuerst geht? Der Algorithmus wieder irgendeinen Scheißdreck pflanzt. So, hier, hier, hier. Das ist jetzt allerdings doof. So, sollte erstmal reichen.
Okay. Zurück zu unserem Problemfaktor. Wir müssen jetzt innerhalb von 18 Minuten 40 Tonnen Gourmet produzieren. Dafür brauchen wir tonnenweise Stahl. Und das echt dringend. Stahl ist immer so ein Engpass, das ist grausam. Sehr schön. Wer ist wo? Zeug. Warnung. Produktion gestoppt. So. So auf. Krass. Krass. So, haben wir nochmal eine Kartoffelbude. Erstmal wischt es. Und jetzt fehlt uns tatsächlich mal Beton. Beton und Akkuschrauber brauchen wir. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Jetzt werden die Hamburger immer nur weniger. Registriere Energieknappheit. Sehen die Hamburger immer nur weniger. Registriere Energieknappheit. Dachte ich mir. Ich habe eins. Ach, scheiße. Das ist ja gar keine Mine. Und jetzt habe ich wieder zu wenig... Akkuschrauber. Spiel gespeichert. Das nervt. Gut. Wo waren wir hier? Trüffel. Oh. Den hin. Mal den hin. Dann können wir uns noch einen vierten Trüffler leisten. Zehn Minuten haben wir noch. Wir haben... Elf. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben 11? Und wieso heißt du den da nicht? Was fuck ist das schon wieder?
Akkuschrauber, fuck yes. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Alter, Saufen geht immer noch aus. Was ist denn da los? Fehlen wieder Trüffel. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Passt doch wieder mit die Hamburger. So waren es die ganze Zeit so wenig. Oh, scheiß drauf. 8 Minuten schaffen wir ja nie. 0, 6. 6 Stück haben wir. Alter, dauert das ewig. 6 Stück haben wir. Wo fährst du mal noch? Keine Ahnung. Weg da. Stahl. Stahl war das Hauptproblem, gell? Fünf Minuten schaffen wir, ja? Schaffen wir in 100 Jahren nicht? Was haben wir jetzt? Ich das hasse, wenn der Hintergrund wechselt. Wir haben 9 Tonnen. Wir haben noch 4 Minuten. Wir haben 10 Tonnen. 40 brauchen wir, wir haben's. Alter, wir haben's. Gesetzt im Fall, mein Schiff pennt beim Fahren nicht ein. 40 Stück. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Sie laufen ja zu Höchstform. 8000 Credits, weißt du? 8000 Credits krieg ich dafür. Weißt du, was mit der Scheiß kostet hier? Bilanztechnisch. 8000. Naja, gut. Dann können wir das mal freigeben. Getränke. Haben wir hier zu wenig Wein? Dein Ernst? Ich brauche 3 Wein für ein. Herrgott. Mangel an Stahl. Fix. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine Sache. Weiß ich nicht. Eigentlich könnte ich gleich nochmal 3 hinschnalzen, aber was? So. Beton und Dingsbums brauchen wir. Wollen wir sparen. Hey, 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 hey. 6 von 8. 2 Missionen haben wir noch. Und irgendwann einmal müsstet ihr jetzt eigentlich mal happy sein. Das müssen wir
absichtlich noch dieses Gummi da drüben laufen, weil... Naja. Ich so ein netter Mensch bin. Ich kriege einen Anfall, du. 1, 2, 3, 1, 2. Das würde noch passen, dass das wenigstens was tuten tut. Lass uns mal tuten tun. Und zweites Ding hin. Produktion gestoppt. Sollte das mit dem Wein jetzt auch passen? Wenn das stimmt, was die vom Wahrheitsministerium sagen, dann gibt's bald mehr Stundenlohn. Da arbeitet man doch gern. Ich trau mich einen Zehner wetten, dass die als nächstes von mir 40 Tonnen Uran wollen. Das am langsamsten abzubauende Element im ganzen Spiel. Ich trau mich wetten. Oder irgendwas von unten. Wo ich da ein Problem kriege. Erledigen Sie diesen Auftrag möglichst zügig. Shampoos? War okay. Bin jetzt tatsächlich überrascht. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Hast die Eden Initiative also nicht vergessen. Schön wär's gewesen. Okay, wir haben eh gerade Shampoos ausgebaut. Dann machen wir da einfach mal fröhlich weiter damit. Was brauchen wir hier noch? Den brauchen wir. Was wiederum aber auch bedeutet. Der gesamten Crew. Nachdem ihr Depp mir sowieso zu blöd zum Scheißen seid, kriegt ihr auch keinen Shampoos mehr. Meint, die haben die ganze Zeit 4 Tonnen im Lager und beschweren sie immer noch, dass sie zu wenig haben. Gut, woran mangelt's? Nichts. So. Schauen wir mal. Wie schaut's denn hier überhaupt aus? Wir brauchen hier nochmal hier so einen. Hier oben brauchen wir einen. Und da brauchen wir einen. Gut, dann rein. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das immer anpisst, wenn du was baust, das nächste Gebäude bauen willst und dann einfach so... Stahl. Eins zu wenig. Tut einfach weh. Oh, mittlerweile 26 Tonnen. So, dann nehmen wir fröhlich 2 weitere Produktionsstätten. Weil die werden wir brauchen. Stahl. Alles mal ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ausschrauber. Akkuschrauber braucht das Land. Du da. Du da. Akkuschrauber braucht das Land. Du da du da da. Akkuschrauber braucht das Land. Dann haben wir hier. Ökobilanz. Werte fallen. Glaubst du, dass das mir wurscht ist?
verbesserte Stahlproduktion. Warum parkst du hier? Also. Du brauchst Stahl und den da. Immerhin mal was Neues. Ist der Beton ausgegangen. Schipper den Shit da mal rüber. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Fake News. Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. 50 Tonnen brauchen wir, 20 Tonnen haben wir schon. Easy. Ja, die Bilanz ist halt hart im Arsch. Aber kriegen wir. Das heißt, wir haben da nur noch einen Auftrag, dann haben wir es geschafft. I see that as a win. Hier mal Stahl. Bauen wir hier mal die Freunde ein bisschen aus. Die hätte nämlich schon lange ein bisschen schrupfen können für mehr Geld. Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Apropos mehr Geld. Die Firma erwartet Ergebnisse. Und ihr genießt einfach an, oder? Schenken, Orion. Sehr leer. Fährt ein bisschen schneller. Gut. Was ich hier gewaltige Überproduktion eigentlich habe. Trotzdem noch eine positive Bilanz halten kann. Ich glaube, das liegt an meinen Verkäufen, dass das eingerechnet wird. Weil anders kann ich mir das gerade irgendwie nicht vorstellen, warum sich das hält. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ne?
So, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Und brauchen noch ein paar Tönchen. So, hier ist die Produktion alles gut. Fleisch ist Maximum, das Zeug kommt wieder. Passt. Und das Zeug dauert noch. Gut, dann können wir die nochmal upgraden. Achtung, Produktionsstillstand. Dann haben wir jetzt 50 Tonnen, dann können wir die freischalten. Ich gehe mal wieder auf Maximum. Da ihr jetzt happy seid, gehen wir noch ein bisschen runter. Und speichern mal, weil wir das jetzt quasi fertig haben, das Ziel. Spiel gespeichert. Ich sage, das nächste Ziel, prophezei ich jetzt, wird Goldschmuck sein. Ich behaupte, das letzte Ziel ist Goldschmuck. So. Da kommen meine fröhlichen Tycoonis. Da können wir nochmal extra die hinbauen. Können wir nochmal extra ein Arbeitsministerium hinschrauben. Registriere demografische Veränderungen. Und das sind sie schon. Lachen würde ich ja, wenn er Diamanten von mir will. Aber entweder Schmuck oder Pharmazeutika. Und ich gehe jetzt sehr stark von Schmuck aus. Für Diamanten brauchen wir eine Unterwasserbasis. Da können wir uns eigentlich gleich mal entdecken. Du bist bereit. Jawohl. 12 Minuten haben wir noch. Dann wollen wir uns hier mal die... Was sonst da ist? Gut. Was ist denn die häufigste Beste ins Leer? Mangan. Ja. Black Smoker. Aha. Aha. Ja, ist jetzt alles nicht wirklich geil. Energieversorgung mangelhaft. Ja, auch nicht geil. Nicht geil, nicht geil, nicht geil. Das sind alle Scheiße. Ich überlege, ob die überhaupt taugen. Ja, fangen wir mal mit der Insel an. Anweisungen zum aktuellen Auftrag sind eingelangt. Yay, ich kann die Edens kaufen. Wo wollte der jetzt? Hat der nicht gerade gesagt, dass ich irgendwo Stromprobleme habe? Halluziniert. Naja. Läuft alles, wir haben Geld wie Heu, keine Ahnung warum. Dann... Ja, warum? Verkaufen.
Wir haben dein Engagement. Baugenehmigung für Eco-Menü aktuell. So, geh mal rüber. 9 Minuten. Passt. So, wir können hier die komplette Zone ausleuchten. Und können hier die nächste komplette Konsole. Nicht geil, aber produktiv. Dann brauchen wir hier. Registriere Energieknappheit. Den ersten. Tonnenweise Zeug. Aber es läuft. Krass, das waren schon wieder 2 Stunden hier. Aber ja, letzter Auftrag. Muss nur aufpassen, dass ich das hier nicht verpenne. Wieder so in der Zone bin. Vielleicht dumm, wenn ich gerade Werkzeug holen will und alle aufbauen. Lalala. Vor allem, wenn ich das hier vorher wählen könnte. Energieknappheit. Also hier, das haut nicht mehr so ganz hin mit der Kohle. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gilt. Man muss auf alle Eventualitäten ein mustergültiger Handel. Ich habe ein bisschen Sorgen, weil er Carbon verkauft. Das könnte ein Hinweis sein. Nee, wenn er Carbon verkauft, ist kein Hinweis. Das ist Schwachsinn. Sie sind also fündig geworden. Naja, wurscht. Cargo-Liner bauen. Sehr schön. So. Dann. Aha. Haben wir schon mal 3. Hätten wir hier 3 Sonder? Energieversorgung mangelhaft. Ja, okay, schon. Was hätten wir hier? Hier hätten wir nur Sand. Hier ist schon was ausgebaut. 1 Sand. Jo. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir auch eine tolle Insel. 1, 2, 3. 3, 4 Goldvorkommen. Ja, selbstverständlich nehmen wir das. Und den da. Gut, da brauche ich mal. Vollgas. Vollgas. Schaut, sind wir hier wieder bei 6. Das gefällt mir gar nicht.
Das gefällt mir gar nicht. Gerade noch mal im Gefühl gehabt, dass es gerade ausläuft. Goldmine. Energieversorgung mangelhaft. Immer eine. So, 50 Tonnen Champagner. Zur Ablieferung bereit. Depp vor Fiere. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Der Vorstand wird sie. Heißt, für sowas kriege ich nur 7000. Das ist ja... Das ist eine Verarsche. Hoch 3 ist das. Beziehungsweise fast mit Robi und Kaffs ist hast die Eden Initiative? Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Verstehe jetzt gar nicht, wo die sie ergibt. Einladen Diamantos. Ausladen Diamantos. Einladen Schmuck. Ausladen Schmuck. Du bist dann der Fahrer. Noch nicht. Die Executives kriegen erstmal nichts davon. Ganz genau, was wir drauf setzt. Auch mal wieder hier. So vorkommen. Wir sind uns also einig. Nö. Gut. Dann fahren wir mal da hin. Kohle braucht der Bub. Kohle braucht der Bub. Gut, da. Business. Das kann man jetzt eigentlich bauen, wenn man lustig ist, da gehen immer 3 ab. Registriere Energieknappheit. Bauen wir mal so. Oh. Gut. Doof, doof, doof. So. Passt erstmal. Dann.
Bin ich gespannt, was die letzte Mission ist. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Fucking schwere Waffen. Dein Ernst. Gut. Wo gibt's denn hier Uran? Dann gehen wir hier mal auf diese Karte. Ressourcen Uran. Genau, auf zwei Inseln. Das heißt, hier werden wir mal unser fröhliches Kalkstein-Universum beenden. Und stattdessen ein paar Uranminen bauen, die ich nicht bauen kann, weil ich da Stahl brauche. Das weiß ich jetzt schon. Oh, wurscht. Spiel gespeichert. Gut, dann können wir denen eigentlich das da geben, weil viel Spaß damit. Uran. So, bauen wir. Sonst brauchen wir nichts. Wo ist meine Uranmine? Fahrzeug fertiggestellt. Uran. So, ist die andere Uranmine. Kannst du eigentlich gleich mal da hinfahren und mir was, weißt du, geil was holen. Dann brauche ich eine neue Handelsroute und die heißt hier, da lang. Einladen Uranski, einladen Uranski, ausladen Uranski. Und das machst du. Ich hätte schwören können, das ist Gold. Also, ich war mir zu 100% sicher, das wäre Gold. Gut, was geht uns hier ab? Akkuschrauber, wie immer. Beton. Immer. Oh. Das passt eigentlich. Der Rest passt eigentlich. Energieversorgung mangelhaft. Ach, das war's. Ein stromatischer Generator. Feuer entdeckt. So schlimm ist es ja nicht. Okay, dann haben wir hier. Haben wir irgendeinen Fleck, der gar nichts zu tun hat? Nee. Entwarnung. Feuer eingedämmt. Thank you.
Warnung. Produktion gestoppt. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, haben Sie alles? Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Sechs. Sechs. Naja. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Ja, falls hier mal einer hier was schon Zeug bringt. Gut, ich schippert eh gerade. Tonnen. Dann läuft das. Vollkommen erschöpft. Vollkommen erschöpft. Das ist schlecht. Die Firma erwartet Ergebnisse. Da ist L. Sie benötigen etwas? Wir sind im Geschäft. Grottosklund? Produktion gestoppt. Grottosklund? Oh, finanziell sind wir fair auf einer Englisch. Au! Da brauchen wir ja was ganz was anderes, brauchen wir da. Sie geht da gerade. Dann müssen wir die Werkzeugproduktion mal schnell herstellen. Are you winning? Yep. I guess so. I hope so. It looks like it. Aber schau mal Sprengstoff aus. Hauen wir mal Sprengstoff drauf. Und die Munition da mitten rein. Also gut, kriegen da mal nicht mehrere, weil es nicht mehrere gibt. Wir können höchstens über den Handel noch einkaufen.
Mehr geht nicht. Achtung, Produktionsstillstand. So, wir haben jetzt 20 Minuten, also wir haben 10 Minuten verballert und wir haben noch nicht einen Sprengkopf, oder? Ja, doch. Boah, haben wir. Simi. 7 Stück. 10 Stück. Wir haben ganz schön viel Hummer. Und dann machen wir nochmal. Ja. So, wir haben noch 16 Minuten und wir haben 14 Stück. Ich brauche 40. 20 Stück. Halbzeit. Ja, Krümmel. We are winning, my friend. We are winning. Ah, finale Mission. Geht's noch? Ich mag's ja, wenn's knackig ist. So ist ja nicht. Knackig, aber nicht unfair. Wie schaut's mit Handel aus? Schau an, er hat mir 16 Tonnen Uran verkauft. Sieh an. Die kann man kaufen. Nein, wir haben es eh schon geschafft, aber... Interessant ist das allemal. So, wir haben noch 10 Minuten auf der Uhr und wir haben's fertig. Ist das nicht schön? Wir haben nicht einen Auftrag verkackt. First try! Ah! So was Feines. Und ich hätte schon hören können, wir müssen Gold machen. Bin fast beleidigt. Was kann ich Direktorin Baines berichten? Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. Sie leisten wirklich großartige Arbeit für die Firma. Gut gemacht. Das ist meine Marmorinsel. Sick! Endspurt! Grün wie Stahl! Mission Endspurt abgeschlossen. Damit haben wir alle Missionen, die wir als Einzelspieler spielen können. Wie gesagt, die Domination, also die Vorherrschaftsmissionen sind jetzt nicht so spannend, weil es ist einfach nur... Ja... Produziere 100 Waren, produziere 1000 Waren, produziere 2000 Waren. Ja. Hab 4000 Einwohner, hab immer mehr. Ist einfach nur, je mehr man schafft, desto mehr Punkte bekommt man. Produziere X Strom. Da ist jetzt kein Endziel dabei, außer besser zu sein als der andere. Ja, ja, das war's dann. Mit Anno. 2070. Schönes Spiel. Tolle Zeit. Auch wenn wir mal ein Jährchen Pause zwischendrin hatten. spannende 2 Monate, sag ich jetzt mal. Und das Game ist halt einfach toll. Es ist so schade, dass das wegen diesem Drecks Always Online Schmarrn damals so abgesoffen ist. Und auch, das war eins von ersten Spielen, die wo diesen Zwang hatten, dass du aus Steam raus, wenn du es im Steam gekauft hast, startet sich ja der Ubisoft-Launcher. Damals war es noch der, wie hieß er? Ich hab's vergessen. Uplay, genau, Uplay hieß es noch. Echt schade. Vor allem, weil das Spiel echt Potenzial noch hatte, also hätte dem noch durchaus ein weiteres DLC gewünscht. Wäre noch Raum gewesen. Ja. Gut. Damit hätten wir das durch.
bin fast ein bisschen wehmütig. Echt Spaß jetzt gemacht am Schluss immer. Standby. Jo, dem Wehmut zum Trotze. Wie geht's denn weiter? Muss mir jetzt mein nächstes Spielchen aussuchen, das ich spielen will. Menge hatte schon vorgeschlagen, dass wir heute ein bisschen Helldiver spielen. Vielleicht mache ich mal einen Stream, wo ich mein Bild hinten aufhänge. Ja. Ansonsten muss man mal gucken. Ich habe ja noch ein paar Sachen um der Regel rumliegen. Good night, Mango. Thanks for stopping by. Was man dann auch später vielleicht auf YouTube packt. Ich hätte noch die Soul Reaver-Reihe. Die packt mich halt gerade nicht so. Ich glaube, das kommt wieder so Richtung Weihnachten. So weit ist gar nicht mehr. Ja. Schauen wir mal. Oder wieder Command & Conquer auspacken. Habe ich mir auch schon länger vorgenommen. Ne? Lass ich mich mal inspirieren. Vielen Dank jedenfalls allen fürs Zuschauen. Speziell für die Leute, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Und ja. Wenn es jemand auf YouTube guckt, lasst gerne einen Kommentar da, wie es war. Genau. Schauen wir mal, ob die Videos mehr als 5 Views bekommen. Ja. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Viel Spaß noch. Mal gucken, ob wir noch mit raiden können. Und ja, wenn es gefallen hat, Follow drücken. Ihr kennt das Spielchen. Gerne auch auf Twitch, wenn ihr es auf YouTube guckt. Da freue ich mich. Habe jetzt gerade meine 400 Follower voll. Das ist immer so mein Jahresziel. Jedes Jahr 100 Follower. Schau mal, wie es im 5. Jahr weitergeht, was wir so spielen. Bis zum nächsten Mal. Hobby Deri. Gute Nacht. Servus. Standby.